1944, im Oktober, ein Jahr vor Kriegsende, ein halbes Jahr, kam der Stellungsbefehl, als 15-Jährige musste ich an Westwall nach Merzig im Saarland. 5 Wochen war der Richard Desch, der Werner Pipp, der Otto Knaus und ich. 5 Wochen nach Merzig auf den Ellerhof, das war eine große Kaserne, mit 20, 25 Mann in einem Zimmer, auf Holzwolle geschlafen, den Kopf auf dem Tornister gehabt oder Rucksack. Es gab jeden Tag Karotten, ja, Gemüse. Mit Kartoffeln, ne? Kartoffeln wurden nicht geschält, wurden zerdrückt, damit wir etwas mehr auf dem Teller hatten. Mit Schale also? Mit Schale. Okay. Ja. Und jeden Tag mussten wir von Bunker zu Bunker den Laufgraben machen für die Soldaten. Aha. Mit Schaufel, mit Pickel, ohne Munition und ohne Waffen und ohne alles. Mussten bei Tage über sehen, dass die Tiefflieger nicht auf uns schießen konnten. Ja. Das war eine gefährliche Zeit, 1944. Ja. Und dann sind wir 1944 nach 5 Wochen zurück nach St. Wendel, Baldesweiler. Da mussten wir auch noch mal eine Woche arbeiten. Und dann ging es so langsam zurück nach Hungen. Sonntag waren wir in Frankfurt mit dem Zug. Am Dienstag bin ich von Frankfurt über Wetzlar heimgekommen. Von Heuchelheim sind wir Richtung Gießen gelaufen bis nach Schiffenberg. Gießen war zerbombt am 6. Dezember, Nikolaustag. Richtig, ja, das ja. Weiß ich, habe ich gelesen. Ging kein Zug, wir mussten von Heuchelheim bis nach Schiffenberg laufen. Und dann sind wir in den Zug. Und zurück nach Steinheim, beziehungsweise nach Hungen. Und war da auch schon Beschuss durch Tieflieger? Und auch schon. Da war ja die Luftüberlegenheit der Alliierten war ja damals. Wir sind mit einem Zug von Gießen mit ungefähr 500 jungen Buben und Mädchen, ja, BDM-Mädchen, nach Merzig gefahren. Vorne eine Lok, hinten eine Lok, in der Mitte eine Fehlingsflak. Aha. Ja. Wenn eventuell die Flugzeuge kamen, ja, dass wir ein bisschen Schutz hatten. Und dann warst du wieder zu Hause. Das war dann praktisch. Das war 1944, Anfang Dezember. Ja. Also 6. Dezember wurde Gießen bombardiert. Ja. Und dann sind wir nach Hause gekommen. Einige Tage später kam Stellungsbefehl nach Eichelsachsen in Vogelsberg. Der Otto Knaus und ich. Aha. Wehrertüchtigung hieß das damals. Als 15-Jährige. 15-Jährige. Ja, genau, 15 Jahre. Da sind wir mit dem Otto Knaus Senior mit einem tschechischen LKW, ein Tatra, Holzvergaser, jetzt haben wir uns mitgenommen bis nach Eigelsdorf. Und von Eigelsdorf sind wir nach Eigelsachsen gelaufen, in eine ehemalige Schule. Und da war ein, den Namen sage ich jetzt, ein SS-Führer, das war unser Kommandant. 15 Jahre. Ja, 15 Jahre. Ja. Kind praktisch. Kind. Wir mussten antreten, vorschriftsmäßig hingestellt. Wer meldet sich freiwillig zur Waffen-SS? Bitte links raustreten. Es sind einige raus. Die anderen hinlegen. Sprung auf Marschmarsch. Hinlegen, Sprung auf Marschmarsch. Es war ein ehemaliger Soldat, der verwundet war, nicht mehr in Einsatz kam, sondern uns gedrillt hat. Ja, ja, ja. Wer meldet sich jetzt freiwillig? Sind wieder mal raus. Und zuletzt waren wir alle freiwillig bei der Waffen-SS. So wurde das gemacht. 15 Jahre, jawohl, ja. So war's. Das war eine traurige Zeit. Das war eine traurige Zeit, ja. Das war.